Wir erhalten unzählige Hilfsgesuche aus der gesamten Galaxis. Da man hier an der Akademie am besten durch Praxis lernt, helfen die Schüler bei allen Arten von Einsätzen. Da du ein Neuling bist, wird dich Kyle auf den meisten Missionen begleiten und dich instruieren und beschützen. Das hier klingt unentspannt, daher reise ich mit dir. Auf Tatooine findet man ein paar der heruntergekommensten Typen der Galaxis. Bleib beim Schiff, während ich mich umsehe. Glaub ich's denn? Der rasende Falke. Han! Chewie! Jemand zu Hause? Sie scheinen weg zu sein. Lukes Information war richtig. Dies sind ganz sicher Charterfrachtschiffe. Ich habe ein komisches Gefühl. Hör zu. Bleib hier und bewach den Eingang dieser Startrampe. Wenn jemand rein oder raus will, halt ihn auf. Ich gehe rüber zur Crate Cantina und höre mich um. Ich kenne hier ein paar Leute. Ich? Nein, ich bin einer von Kyle Katarns Schülern. Er unterhält sich mit Bewohnern hier. Wir untersuchen einen Kult, der sich überall breit macht. Du musst Chewbacca sein. Was machst du hier? Leia Organa? Wow, das muss etwas Wichtiges sein. Guter Plan, dort drin sind wir nicht so leichte Ziele. Wer ist da? Praktische Zielübung. Mir das so vor oder sind Rodianer seltsam? Ich weiß, was du meinst. Diese verrückten Antennen, was? Genau. Und diese Nase. Einfach unheimlich. Genau, unheimlich. Ah!
Hier sind wir nicht sicher. Gehen wir zurück zum Schiff. Wir können nicht zu den Schiffen. Hier ist alles verriegelt. Praktische Ziel. Aktiviere die Traktorstrahlen, wenn du diese Typen aufhalten kannst. Was geht hier vor? Stirb je! Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Was war denn das? Die Mauer der Lora Nova.
Wäre erledigt. Jetzt zur Ravensclaw. Wer sind Sie? Chewbacca, ich mache mich auf den Weg. Oh, habe ich was verpasst? Schön, dich zu sehen, Chewie. Scheint so, als wollten die uns hier nicht. Das ist ein großes Lob von einem Wookie. Ich bin geehrt. Diese Söldner sind teuer. Jemand in diesem Kult muss viele Credits besitzen. Oder noch schlimmer, die Hinterbliebenen finanzieren ihn. Wir müssen zurück zu Luke und ihm berichten, was hier läuft. Kannst du Leia von dem Kult erzählen? Wenn er nicht genau zur rechten Zeit gekommen wäre, wäre das heikel geworden. Also Chewie hat mir erzählt, du hättest dich tapfer allein geschlagen. Gute Arbeit. Kyle hat mir berichtet, was in Mos Eisley passiert ist. Es war gut, dass Chewie dort war, aber auch ohne ihn hast du dich tapfer geschlagen. Dieser Kult und das Imperium arbeiten wohl viel enger zusammen, als wir gedacht haben. Wir haben uns den Shuttle-Absturz angesehen und sind der Meinung, dass weder ein Laser noch ein mechanischer Schaden verantwortlich ist. Es ist so, als hätte etwas den Antrieb zerlegt.